Hallo zusammen zum heutigen Wochenausblick für die kommende Woche ab dem 24.05. Wobei Pfingstmontag im Endeffekt ist und die Börsen ziemlich in Deutschland zu haben, haben wir uns trotzdem überlegt, den Ausblick für die kommende Woche jetzt zu machen. Bevor wir starten, verweisen wir nochmal auf unseren Disclaimer. Alles gezeigte Bilder, Charts und Analysen dienen nur zur Visualisierung und stellen keine konkreten Handlungsempfehlungen dar. Dann begrüße ich den Chris. Chris, hallo. Hi Ronny. Ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende gehabt. Eigentlich hat man heute einen wunderschönen Tag gehabt, weil der VfL Bochum spielt ab jetzt wieder in der ersten Liga. Das muss man dazu sagen. Es gibt auch noch andere wichtigere Sachen als die Börse. Naja, das freut mich ja für dich, hä? Ja. Naja, ich sag mal, irgendwann wird es in den Stadien ja irgendwann auch mal wieder etwas voller werden, hoffe ich mal. Genau, das Leben wird irgendwann weitergehen. Hoffen wir mal. Viele Fans sitzen nur vor dem Fernseher und fiebern mit. Aber es ist halt nicht das Ganze, wie man das in den Stadien erlebt. Ja. Blair, Feuer und so weiter, was es da alles schon gegeben hat. Nee, Spaß macht das nicht. Aber ja, mal schauen, was die Kurse an der Börse machen. Dafür sind wir ja hier. So ist es. Ich hätte gesagt, Bildschirm habe ich schon freigegeben. Ja. Schauen wir uns doch ganz einfach die Märkte mal an. Ein kurzer Rückblick von meiner Seite, wenn wir. Ah, ich sehe schon, du bist willst mit dem DAX beginnen. Genau. Da haben wir letzte Woche gesagt, mit einem neuen Hoch wird es schwierig. Und er kann auf jeden Fall da einiges fertigstellen und nach unten gehen und hatten ja auch empfohlen, langfristig, dass wir da jetzt nicht unbedingt so bullisch auf der Seite sind. Richtig. Und er macht es uns auf jeden Fall so oder so nicht leichter, das muss man halt dazu sagen. Man konnte zwar jetzt hier unter der Woche, wenn man hier nicht irgendwo noch gegangen ist, dann hat man natürlich hier schon ein Problem gehabt mit dieser starken Abwärtsbewegung. Aber hier konnte man dann die erste Longchance halt sehen. Die haben wir dann auch wirklich perfekt angesagt gehabt. Also im 5 oder 1-Minuten-Chart konnte man das wirklich sehr gut sehen, dass die 15.101 oder die 100 eine sehr gute Möglichkeit waren, da halt nochmal einen Aufwärtszug mitzunehmen. Aber wie du gesagt hast, im Großen und Ganzen sind wir ja eigentlich noch von weiter hoch ausgegangen. Diese Abwärtsbewegung hat uns natürlich einen extremen Strich durch die Rechnung gemacht. Und wir saßen wirklich lange daran, haben versucht, diese Analyse zu analysieren. Und schlussendlich sind wir halt wirklich zum Punkt gekommen, dass diese Abwärtsbewegung korrektierbar Natur ist. Also für uns ist es in den Unterwellen halt auch nochmal jetzt nicht perfekt impulsiv zählbar. Da müssten wir uns wirklich schon sehr, sehr anstrengen oder die Augen verdrehen, damit wir da irgendwie ein konkretes Einziel unten hinschreiben könnten. Und das Allzeithoch, was wir wollten, hatte er gemacht. 20 Punkte mehr als geplant, also 20 Punkte über dem vorherigen Allzeithoch. Und wir sind eigentlich nur von einer kleinen Korrektur ausgegangen, um dann weiter nach oben zu gehen. Jetzt hat er halt diese tiefe Abwärtsbewegung gemacht. Wie ist diese einzuschätzen? Entweder ist das im Tief eine vermutlich dreiteilige Bewegung einer A. Und die Aufwärtsbewegung wäre dann entsprechend eine B, die ja auch schon sehr weit vorangeschritten ist und halt auch nochmal wirklich bis an das Allzeithoch heranreichen könnte. Wenn er dann abbricht, würde er nochmal zum vorherigen Tief gehen bei 14.960. Und würde dann wiederum eine Art Flat ausbilden. Und kann natürlich auch noch ein Stück tiefer gehen. Aber das ist auch für uns eine Alternative und nicht eigentlich unser Hauptcount, den wir verfolgen. Unser perfekter, also oder wir wünschen es uns, aber mit Wünsche kommen wir hier nicht weit, das wissen wir. Wir wünschen uns Aber aus den ein. Bewegungen halt heraus, welche Genau. Möglichkeit es halt machen kann an der Stelle, ne? Genau, ein EDT. Man kann halt wirklich sagen, dass die
erste bewegen. Also wir glauben, wir sind immer noch in der blauen 5. Ne? Wir haben ja aus den vorausschauenden oder vorangegangenen Videos gesagt, dass wir unten von einer fertigen 4 ausgehen. Von einer fertigen blauen 4, um das im Count zu sehen. Entsprechend, wenn es hier in diesem Preisbereich nochmal nach unten geht, Richtung 14.800, könnte das immer noch die blaue 4 sein, aber zeitlich schon sehr kritisch. Deswegen sagen wir, das war die blaue 1 eines EDTs, das war die blaue 2 eines EDTs und hier könnte die 3 des EDTs kommen, 4 und 5. Und das würde dann die ganze blaue 5 aus dem übergeordneten Bild von uns ergeben. Man kann das halt auch so sehen, dass das hier die A, B, 1, 2, 3, 4, 5 gewesen ist, also die 1, weil in einem EDT sollten die Wellen dreiwellig sein, jede Welle, und dann haben wir hier quasi einen Dreiteil der Abwärtsbewegung, und dann ist hier die Gretchenfrage, ist das eine 1, 2, 3, 4 und hier eine endende 5, die sich bildet, und dann eine A, oder ist das eine A gewesen und hier bildet sich die 1, 2, 3, 4, 5, aber diese Bewegung sieht jetzt schon irgendwie fast vollständig aus, deswegen könnte man das einer A zuordnen. Die B würde dann, ohne es jetzt schon abmessen zu können, wieder zurück an die 15.300 gehen. Dann nehmen wir uns halt die klassische Charttechnik mal zur Hilfe. Horizontale Widerstand ist ja richtig extrem in dem Bereich. Ne? Genau. Natürlich an dieser Stelle dann die Unterstützung. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Also der hat da schon ein bisschen Unterstützung in diesem Preisbereich bei 15.350, 15.300, wo er nach einer bisschen seitwärts oder zeitlich gedehnteren B ausbilden kann, um dann halt in die C der 3 zu steigen. Also das Ganze gibt es natürlich nur, wenn er wirklich ein EDT macht. EDT ist jetzt nicht das Wahrscheinlichste einer Formation, aber ich kann mir es wirklich sehr, sehr gut vorstellen. Ob es so sein wird, werden wir sehen. Also wie gesagt, entweder wirklich nochmal komplett runter an die 14.800 von mir aus, oder er stoppt in dem Preisbereich, nachdem er am besten nochmal ein neues Hoch ausgebildet hat, hier in dieser Bewegung, und geht dann nochmal an die 15.300 zurück. Also eine bessere Aussage kann man an dieser Stelle auf gar keinen Fall tätigen. Man kann jetzt nicht sagen, hier wäre eine, bei 15.100 wäre eine Möglichkeit. Ich gehe davon aus, dass wenn er wirklich nicht bei dem 15.300er Preisbereich stoppt, dass er dann wirklich, also das ist für mich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er direkt weiter durchgereicht wird. Das neue Tief im Endeffekt macht und dann oben aber hochgeht. Genau. Und auf der Oberseite sind wir ja für unsere Zählung einfach noch nicht fertig. Ja, so oder so sind wir auf der Oberseite unseres Erachtens halt noch nicht fertig, genau, also im DAX. Und das wäre ja schade, wenn er mit dieser abgebrochenen Bewegung 20 Punkten über dem vorherigen Allzeithoch, was natürlich möglich ist, weil in einer 5 reicht ein einfacher Tick über das letzte Hoch, fertig sein kann. Aber dafür finden wir halt diese Startbewegung korrektiv. Und das wäre an dieser Stelle ja nicht unbedingt. Es wird halt einfach nicht weit kommen. Genau. Ich habe es auch nochmal angeschaut in meinem Count sowie im IKH-Bereich. Wenn es wirklich eine B wäre, dann ist es halt im 14.700er Bereich. Und dann würde er wieder hochgehen. Aber dann würde sich das ja noch viel, viel zeitlicher ziehen. Somit gehen wir einfach jetzt an dieser Stelle, könnte es funktionieren mit dem Ending Diagonal Triangle in der 5. Und das ist einfach unser Fahrplan, den wir jetzt einfach verfolgen. Genau, das ist der Plan. Wichtig ist, einen Plan zu haben. Wir haben natürlich auch bei uns natürlich nochmal präzisere Marken genannt. Aber die lassen wir jetzt mal beiseite. Gucken wir uns doch mal konträr ein bisschen dazu den Dow Jones an. Weil da hat mir ja gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass er nicht
weiter nach oben ausbrechen sollte, sondern an das 66er mindestens der vorherigen Bewegung rangehen soll. Ich kann das jetzt hier an dieser Stelle leider. Maximal 82 haben wir gesagt. Zwischen 66 und 82 würde sich ja unsere Idee noch, ja, noch decken. Genau, und dann, wenn man das ein entsprechendes anderes Programm dafür nutzt, dann kann man ja auch sehen, dass er wirklich punktgenau auch an das 66er rangegangen ist und dann quasi in die ja, Gegenbewegung, Abstützbewegung gegangen ist. Und für mich ist das einfach hier auch, wie gesagt, hatten wir schon mal erwähnt, nur ein ABC runter. Dann ist es entweder eine 1 eines LDTs, haben wir auch mal erwähnt, oder es ist ein ABCW. So, dann würde so oder so, hatten wir gesagt, nochmal eine dreiteilige Bewegung aufwärts folgen. Diese Bewegung ist ja quasi nur eine Bewegung gesehen. Denn diese jetzt in den Unterwellen hier darstellen, machen wir nicht. Aber das ist eine Bewegung. Dann kommt die zweite Bewegung und dann kommt die dritte Bewegung, in der wir uns gerade befinden, nach oben. Diese könnte auch schon fertig sein. Wenn es nämlich ein ABC ist, dann könnte man sagen 1, 2, 3, 4, 5. Und das ist schon fertig. Oder es wird eine noch komplexere Bewegung, dann hätten wir in A, B, 1, 2, 3, 4, 5 nach oben. Würde mir eigentlich so gar nicht so gut gefallen, sondern eigentlich würde mir es wirklich eher gefallen, wenn wir quasi schon ein 1, 2, 3, 4, 5 als C fertig hätten. So, und dann hätte die C ihr Target schon. Nee, das muss ich ein bisschen anders noch darstellen. Dann hätte die C ihr Mindestziel auf jeden Fall erreicht. Das sieht man direkt. Aber es wäre natürlich schön, wenn er wirklich nochmal einen Tick darüber geht, Richtung 34.500 und dann nochmal wieder in die Abwärtsbewegung geht. Also egal, was da kommt, für mich ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir so oder so nochmal ein neues Tief sehen werden. Ob das jetzt in eine Bewegung endet, die sogar bis hier an das Allzeithoch heranreicht, was natürlich auch sein kann, oder ob er wirklich in dem anvisierten Preisbereich bei 34.500 circa oder 34.450 dann nochmal ein Dreierbein abwärts macht. Da würde es sich dann entscheiden, ist das Ganze ein WXY? Oder sehen wir halt wirklich hier ein 1, 2, 3, 4, 5 eines LDTs? Der eine oder andere wird sich wahrscheinlich denken, das kann doch gar nicht sein. Das kann gar kein LDT sein, weil die Bewegung nach unten dreiwellig ist. Es gibt aber zwei verschiedene Arten von LDTs. Es gibt einmal Typ 1 und Typ 2. Und die unterscheiden sich halt mit Bewegungen, die entweder fünfwellig sind oder dreiwellig sind. Und deswegen kann man das halt an dieser Stelle halt auch nur schwer einschätzen. Man kann halt nur sagen, hier würde sich ein Schaltpunkt ergeben bei 33.000. Wirklich fast punktgenau. Da würde sich ein Schaltpunkt vielleicht ergeben, wo man sagen würde, entweder er könnte noch weiter nach unten durchbrechen, was aber an dieser Stelle halt wirklich nicht sehr wahrscheinlich ist, sondern er startet von hier aus eine Aufwärtsbewegung. Und diese Aufwärtsbewegung könnte sich dann entweder zu dieser 4 oder könnte zu dieser 4 zugeordnet werden oder diese mutiert, wie ich das immer mal ausdrücke, mutiert zu einer Bewegung, die auf neue Allzeithochs führt. Hier unten wäre also, würde ich mir mal irgendwie im Kopf behalten, bei ca. 33.000 könnte sich ein Schaltpunkt im Markt ergeben. Hier nicht zwingend im Dow Jones stetig weitere steigende Kurse auf neue Allzeithoch, sondern wirklich nochmal an, von mir aus ohne Probleme, an das Allzeithoch heran oder einen kleinen Überschuss, gerne auch in die 253, für mich auch eine wichtige Marke, und dann halt nochmal Richtung neues Tief. Das wäre der Plan. Mehr detaillierter kann man hier an dieser Stelle nicht unbedingt darauf eingehen.
Ja, Mai, nicht vergessen, haben wir auch mal erwähnt. Der S&P hast du noch mitgebracht, ne? Ja, im Prinzip dasselbe Bild wie der Dow Jones. Also es gibt da auch nichts so zu sagen. Hatten wir auch mal gesagt, entweder hier blau 4, nochmal hoch, vielleicht Richtung blau 5 zum Hoch. Oder wir hatten jetzt hier auch ein A, B, C als W. Und jetzt läuft die Gegenbewegung, die, man muss es sagen, auch schon hier mit dem Hoch komplett fertig sein kann. Oder er macht wirklich Anfang der Woche nochmal hier die 5 hoch und geht dann nochmal in eine richtig schöne Abwärtsbewegung. Nach hier auf jeden Fall Richtung neues Tief und startet dann nochmal nach oben durch. Macht dann noch ein neues Hoch wieder, ne? Richtig, genau. So sehen das Ganze dann nämlich aus. Auf jeden Fall auch würde eine schnelle, starke Abwärtsbewegung sein. Ich würde das hier halt auch nicht irgendwie, ich habe es jetzt hier auch markiert als 1, 2, 3, 4, 5. Ich würde das halt auch eher wirklich einer A zuordnen, weil die Abwärtsbewegung so stark war. Einfach Bauchgefühl und dann hier eine C. Das dann die C. Genau, Dreier runter, Dreier hoch, Dreier runter. Oder das müsste dann, Entschuldigung, natürlich ein Fünfer runter sein. Eine Ein 5 runter in die C und dann. ja, genau. Dankeschön. Das war schon ein langes Wochenende gewesen. 1, 2, 3, 4, 5. So, bitte sehen das nämlich dann aus. Hier oben hatten wir auch immer einen Preisbereich: 4.205, 4.212. Sollte man im Kopf behalten. Auch hier S&P, wie gesagt, würde ich eher hier diese Bewegung einer B zuordnen, anstatt einer 2. Und somit, sobald, hier kann man das so ein bisschen so anlegen, sobald dann hier, wenn er hier nochmal nach oben geht, wenn dieser Trend gebrochen ist, vorzugsweise in diese Abwärtsbewegung. Oder auch wie beim Dow Jones, ABC runter, dann wäre das auch in diesem Fall ein LDT. An dieser Stelle ist wirklich auch wieder sehr, sehr viel möglich. Also da muss man sagen, unter der Woche in den einzelnen, also in den kleineren Zeiteinheiten, ergeben sich immer wieder sehr, sehr gute Chancen. Aber hier würde ich schon wieder mittelfristige Aussagen oder mittelfristige Analysen fast verwerfen, weil wir sind jetzt wirklich in einem Zeitfenster angekommen, wo man sagen muss, kurzfristig ja, mittelfristig, langfristig auf gar keinen Fall, mittelfristig wird schon schwierig. Und, Zumindest die Position weiter halten, ne? Langfristig. richtig, ja genau, also hier sind halt die Muster ergeben sich so, dass man sagt, dass es eher seitwärts verläuft, als wie, dass es jetzt langfristig nach oben ausbricht. Und das ist ja nun mal für langfristig orientierte Anleger-Trader, bist du eher an einem steigenden, langfristigen Markt orientiert und nicht jetzt an einer großen Seitwärtsphase. Und da gehen wir halt momentan von aus, also mindestens von einer Seitwärtsphase. Und vielleicht dann für Langfristinvestitionen ergeben sich natürlich dann schönere, tiefere Ziele, die man dann Genau. zum Einstieg nutzen kann. Richtig. Genauso würde ich es nämlich auch beim Nasdaq sagen. Da hatte ich auch gesagt, also da, letzte Woche hatten wir ihn, glaube ich, gar nicht gemacht, wegen den Mustern. Aber ich hatte hier gesagt, dass es nicht für mich danach aussieht, dass er jetzt komplett nach unten durchgereicht wird, obwohl die Bewegung natürlich extrem stark gewesen ist. Aber ich würde auch hier wieder ja, zu einem Flat tendieren. Ich sehe überall nur Flats. Naja, ich habe damals gesagt, die 13,7 hätte ich gerne im Nasdaq. Und im YouTube-Kanal haben wir ja auch mit jemandem dann noch drüber gesprochen. Sehr gute Anregungen gehabt. Das war auch dann zum Nasdaq. Und ich wollte eigentlich die 13,7 haben, um das Gap nochmals zu schließen. Kassa ist das dann, ne? Ja, im Kassa, ja. Mhm. Das wäre nämlich, würde passend sein für die korrektive Bewegung.
So, das haben wir dann hier. So, dann hätten wir nämlich auf jeden Fall eine dreiteilige Bewegung für mich aufwärts, ABCB. Dann ein ABC runter. Also du hast ein 3, 3. Und dann müsste hier der 5er kommen. Wo auch immer dann die 3 beendet ist, ob hier oder hier. Ich würde sie eher in diesem Fall zuordnen. Dann hättest du nämlich ein A, B und in internen Strukturen 1, 2, 3, 4, vielleicht hier so die 5. Muss man natürlich jetzt noch tiefer in die Zeiteinheiten gehen. Und dann nochmal hier so eine schöne 5er hoch und dann hättest du ja, hier die fertige Bewegung als ABCY ist es natürlich dann. Also hier wäre dann ABCY fertig. Dann müsste er von hier aber dann weiterfallen. Aber man muss es dann so machen mit einer ABC und dann hier wieder eine ABC runter. Haben wir ja schon ABC runter und dann ein 5er hoch und dann hast du immer noch ein Flat. So. Die große Frage ist, wie ist diese Bewegung in die anderen Bewegungen einzuordnen? Das wird halt das Knifflige dabei, weil wir haben meines Erachtens seit dem letzten Allzeithoch rein korrektive Abwärtsformation. Und das wird dann unsere Aufgabe sein, diese zu einem großen Puzzle zusammenzuordnen. Weil derzeit haben wir nur viele Einzelteile, die uns aber halt auch immer wieder zwischendurch sagen, dass er hier nicht nach unten durchbricht. Das hat er getan, also das hat er genauso getan, wie wir davon ausgegangen sind. Und dass er dann halt eine Bewegung nach oben macht. Wie hoch diese sein wird, wenn wir unten einen Wendepunkt haben, das kann man vorher nicht vorhersagen. Man kann halt nur sagen, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass er in diesen oder in diesen Preisbereich geht. Wie gesagt, 1, 2, 3. Ich würde jetzt eher noch davon ausgehen, wie zu Ronny seiner Marke, 13.700 wäre sehr schön. Und dann auch eher nochmal mit einer Abwärtsbewegung, die sich auch gewaschen haben könnte. Er könnte aber auch einfach nur spontan, was ich jetzt gerade sehe, dann hier zu einem Dreieck mutieren und dann erstmal auch noch weiter nach oben gehen, Richtung, wirklich nochmal Richtung die 14.000. Aber wie gesagt, das muss man dann sehen, wie diese Bewegung im Ganzen zuzuordnen sind. Das ist jetzt noch nicht ersichtlich. Deswegen habe ich auch gerade unabhängig von Nasdaq gesagt, mittelfristig wird schon schwierig. Kurzfristig, die nächsten 3 Tage, ja, kann man sagen, er sollte hier nämlich auch am besten für die Bewegung den Preisbereich bei 13.250 nicht schneiden, sondern halt wirklich dann hier seinen Boden finden, um dann halt nochmal ein neues Hoch zu generieren. Also alles in allem nicht einfach. Was haben wir noch? Wir haben uns gerade noch Gold angeguckt. Genau, eins hatten wir noch. Zwei sogar. Also zwei. Öl hatten wir noch. Ja. Gold, genau. Hatten wir dann irgendwann auch mal gesagt, wenn die und die Marke bricht, muss man von weiter steigenden Kursen ausgehen. Das hat er getan. Er ist in diese 5 gegangen, die wir halt noch sehen wollten. Und da ist jetzt die Frage, ist diese 5 in dem letzten Hoch bei 1891 zu Ende? Und befinden wir uns seitdem in einer korrektiven Bewegung? Ich würde sagen, ja. Von mir aus hat er hier die A gemacht. Hier kann er schon die B fertig gemacht haben. Und dann müsste er jetzt in der 2 der C stecken. Die geht dann ungefähr wieder an die 1850. Hattest du dann noch eine andere Marke gehabt? Ich schaue ganz kurz nach. Wir hatten es kurz auf uns angeschaut. Ich sehe gerade, hier kommt auch eine Trendlinie von oben runter. Die ist jetzt auch bei 1858. 1850 und sogar 1860 ja. Auf 4-Stunden-Basis. Ich will nochmal. Genau. Da kommt die Trendlinie runter. Die sollte er auf jeden Fall nochmal testen. Ja.
Aber 1817 wären wir dann schon definitiv zu tief dafür. Da ist eher Oh die ja, das ist schon. 50 rum, 38 bis 50 würden selber passen. Also alleine aus dieser Bewegung hier auf gar keinen Fall an die 1817 für diese Bewegung, sondern eher wirklich nochmal von mir aus mit so einem Peak an diese Trendlinie, die von oben kommt, die er dann bestätigt nochmal von oben, um dann weiter nach oben auszubrechen. Ich muss mir das auch nochmal im großen Bild angucken. Ich habe ja schon immer gesagt, dieser Doppelboden, der fuchst mich ein bisschen. Und da muss ich mich, glaube ich, nochmal 2 Stunden hinsetzen und mir das Bildchen nochmal genauer Das muss man auch noch mal anschauen wegen dem Doppelboden, ne? Ja, genau. Das macht die ganze Sache schwierig. Sehr untypisch. WTI. Ups. So schnell verdrückt man sich. WTI. Ja, da gehen wir schon wirklich seit Anfang April davon aus, dass wir in einer korrektiven Aufwärtsbewegung stecken. Und das ist halt die Frage, wie löst er diese endlich mal auf? Weil wir würden halt gerne immer noch die 55 sehen auf der Unterseite. Und dann halt wirklich weiter steigend Richtung 80. Hier ist das nur ein grober Count, den wir haben. Wir haben ja natürlich auch noch ein bisschen detaillierter. Einmal hier gibt es quasi die bullische Variante und die korrektive Variante. Und ich glaube halt eher, wir befinden uns jetzt in einer X2. Und da ist die Frage, geht er erst wirklich nur auf die 72 nach oben, was jetzt wirklich auch den Anschein macht. Er hat quasi den Trend hier gebrochen, dieser Keil, der sich da gebildet hat, dieser klassische. Und es wird trotzdem einfach weiter gekauft. So, das würde eigentlich bedeuten, er geht wirklich nochmal auf die 72, was auch überhaupt kein Problem wäre, und kann von da auch erst an die 55 ran. Und geht dann in eine von mir aus nochmal dreiteilige Bewegung nach oben. In meinem nächsten anvisierten Bereich bei ja, 80 bis 86. Sollte er natürlich jetzt über die 72 direkt weiter ausbrechen, dann kommt der Preisbereich bei 80, 85 natürlich dann direkt. Aber mir würde auch hier aus harmonischer Sicht nochmal ein Ansteuern wirklich der 55, 57, 58 fehlen. Also nochmal so ein kleiner Tick. Unterschreiten von dem letzten Genau, Verlauf. richtig. Auch, wie gesagt, auch trotz 72 überhaupt kein Problem, nochmal das Tief zu unterschreiten. Diese Bewegung, die dann hier nach unten kommt, die hat Dampf oder sollte Dampf haben. Und das macht halt einfach derzeit noch nicht den Anschein. Und auch, man muss sagen, Rohstoffe momentan einfach, shorten würde ich da nichts. Man sollte halt seine Kaufpunkte definieren und da Warten Sie vielleicht einsteigen. etwas länger auf die 55,50 im WTI. Ja, also. Ja, was Besseres würde mir jetzt auch nicht dazu einfallen. Also auch hier eher Wahrscheinlichkeit niedrig für einen direkten weiteren Ausbruch. Aber trotzdem kann er wirklich in diesem Preisbereich, bei dem wir hier gerade sehen, einfach alles machen. Das ist, ja, Ronny, das ist viel, ne? Von 72 bis 55 kann er machen, was er will. Deswegen am besten tief kaufen, wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass er zumindest dann wieder an den oberen Preisbereich reingeht. Ja, und wenn ich meinen Count jetzt anschaue, ja, langfristig halte ich es für steigend und sogar stark steigend, das WTI. Also ich habe wirklich auch hohe Ziele, aber da müssen wir jetzt erstmal hinkommen, dass wir auch zum Einstieg kommen. Ja, und dann hat man die Möglichkeit, eventuell dann die Aufwärtsbewegung, die bevorsteht, einfach mitzunehmen. Genau,
Das Gummiband muss hier erstmal gespannt werden. So ist es. Hier, ach, Bitcoin, genau. Über den Quatsch hatten wir uns gerade noch ein bisschen unterhalten. Also ich bin ehrlich, viele haben mich gefragt. Ich habe auch vielen damals gesagt, wo wir bei 20.000 stehen, ja, dass das Ding auf 3.500 nochmal runterging oder runtergehen sollte. Das hat es auch gemacht. Und kurioserweise sind es die gleichen Leute, die da unten ja nicht gekauft haben, die jetzt bei 40.000, 50.000 gefragt haben, ob man das jetzt kaufen soll. Und da bin ich halt, ich habe es noch nie gehandelt, ich möchte es auch nicht handeln, aber wir haben uns jetzt extra gesagt, wir haben es uns mal angeschaut, Chris. Ja, aber halt auch nur wegen diesen aktuellen roten Zahlen, die da vor der Nummer stehen. Ich sehe, jetzt sind es nur noch 15%. Ja, also wie auch immer, also das kann hier einfach eine 1, 2, 3, 4, laufende 4 sein und dann 5. Also wie gesagt, wir beschäftigen uns wenig mit den Kryptos. Es gibt schönere Sachen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Oder genug andere Sachen, so sagen wir es mal. Aber nichtsdestotrotz, das Ziel wäre bei rund 22.000, also rund 22.000 meines Erachtens. Und wenn man sich einfach nur diesen aktuellen Sell-Off einfach mal anschaut und da die Gegenbewegung, würde ich jetzt auch einfach mal auf ein A, B, C Flat tippen. Weil erstens diese Bewegung auf B schon viel, viel zu tief für eine 2 wäre. Also alles ist möglich. Eine 2 kann bis zu 99% der 1 korrigieren, alles gut. Aber nein. Das sieht jetzt wie eine B oder sogar eine unterschießende B. Richtig, die kann aus und dann nochmal eine C hoch als Flat, bevor wir dann eigentlich weiter steigen. Genau. Erstmal müssen wir fallen, dann können also die Dinger wieder steigen. Wir sind jetzt unten an der B angekommen, dann kommt die C halt hoch. Also wir wollen das ja auch nicht schlecht reden, dieses Bitcoin oder diese Kryptos an sich. Ja. Viele haben damit auch sehr viel Geld gemacht und genau. Sind erfolgreich und für die gibt es gar nichts anderes als Kryptowährungen. Alles andere ist für diese Leute einfach langweilig. Aber wir haben uns eher auf diese anderen Dinge einfach spezialisiert. Aber wir schauen auf jeden Fall da jetzt mal ganz kurz drüber, wie sich das einfach mal weiterentwickeln kann. Dann haben wir halt gesagt, um die 20.000, 21.000 ist möglich. Wer es dann möchte, kann es durchaus sein, dass es einfach dahingehend neue, gute Aufwärtschancen geben kann. Auf jeden Fall. Also da kann man wirklich sagen, bei 21.8, also es ist nur gut geschätzt, müsste man dann selber einfach mal gucken. Und dann aber natürlich am besten ohne den Preisbereich bei 13.700 nicht unterschreiten. Das wäre natürlich super. Weil dann hätte man eine 1, 2, 3, 4 und eine 5, die eigentlich ein neues Hoch machen sollte. Ich bin jetzt nicht Krypto erfahren und kann jetzt sagen, diese 5, die wird total extendieren. Weil man sagt ja gerne bei den Rohstoffen, das ist die Welle 5, die am längsten wird. Aber ich glaube, ich muss sie nochmal umstellen. Aber die 3 hat ja schon die hat schon einen langen Weg hinter sich. Ja gut, wenn wir jetzt von der 1 mal das 400er uns anschauen, ist möglich, dass wir das auf jeden Fall noch erreichen auf der Oberseite mit der Welle 5. Aber insbesondere in den kleineren Einheiten könnten wir es uns ja nochmal anschauen zum gegebenen Zeitpunkt. Wird da schon jede Menge gemacht. Also wenn er das nicht schafft, also wenn er jetzt wirklich die 13.700 oder von mir aus die 15.000 schon schneidet, das wäre schon sehr, sehr, sehr tief, dann müsste man das wirklich schon korrektiv umstellen. Da würde ich auch nicht mehr sagen, dass das hier eine 1-2-1-2 ist, sondern dann müsste man dann schon wirklich als A, B, C hier sehen an dieser Stelle und müsste dann schauen, wie verhält sich das im Gesamtbild.
Aber nichtsdestotrotz, wenn jetzt einer irgendwie ins Schwitzen gekommen ist und bei 50.000 Neueinstieg hatte, den könnte man halt sagen, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass bei Kursen über 14.000, 15.000, also dass Kurse über diesen Preisbereich noch eine hohe Wahrscheinlichkeit haben für ein neues Hoch. Weil ich glaube, wenn man so die Nachrichten gelesen hat, ist der ein oder andere da sehr ins Schwitzen gekommen mit diesem starken Abverkauf, der hier einherging. Ja, so ist es, aber es ist, wenn wir uns die Retracements mal reinziehen, ist es eigentlich ein ganz normaler Rücklauf gewesen. Genau, alles gut. Also im Großen ja, natürlich sehr, sehr stark, aber man muss dazu natürlich noch sagen, das Teil hat auch schon ja, von 4.000 auf 60.000, da darf man auch mal irgendwie eine Korrektur einschlagen. Und Ja. wenn ich mir das einfach preislich an, Entschuldigung, zeitlich ansehe, boah, da kann ja noch sehr, sehr viel ins Land gehen. Wenn ich da, also ich habe es gar nicht analysiert, weil mich das nicht so. Selbst wenn wir nur 50% der Zeit hernehmen, was er für die erste Abwärtskorrektur brauchte, tja, dann sind wir immer noch am Start. Ja, selbst wenn du zack, ist er hier, dann musst du ja zeitlich halt immer noch ein bisschen was tun. Und wenn du jetzt sagst, diese erste Bewegung war die stärkste, dann kann er halt von mir aus immer noch mal sowas hier machen. Entschuldigung, wir hatten gesagt, er geht so oder so noch ein Stück runter, ne? Also eigentlich hat in den kleineren Zeiteinheiten doch noch gefehlt. So, eigentlich dann so und dann noch mal ein Stück runter. Dann hast du ja schon in dieser Hinsicht fast eine Fünfer, aber ich glaube, hier oben war es kein richtiger Impuls, aber spielt auch keine Rolle, kann ja eine A sein. So, dann kann er immer noch, 50er, 60er B und dann. er kann hier einfach alles machen. Also auch wenn man sagt, in diesem Preisbereich hier von 60.000 bis 20.000, kann er einfach alles machen, was er will. Er kann dann hier wieder 5er runter machen. Dann kommst du nämlich da unten hin und dann erst weiter steigen. Weil wir haben ja gesagt, wenn man das in der Zeit sieht, machst du extra nochmal ein bisschen weiter, wäre das auch vollkommen in Ordnung. So, bist du nämlich hier. Und dann erst nach oben. Weil von hier aus jetzt direkt nach oben würde auch wieder ein kein harmonisches Bild ergeben und ist für mich daher eigentlich ein No-Go. Und deswegen wird sich das Ganze auch zeitlich noch locker, also für mich, locker bis Ende des Jahres hinziehen. Wenn nicht sogar, ja doch, bis ja, hier bis Steile ja. Aufwärtsbewegung muss halt natürlich auch mal ein Stück weit Im hoch, Preis und in der dass Zeit, ne? der Rätsel Bereich jetzt einfach mal rauskommt. Ja, richtig. Genau. So würde ich das dann eher sehen. So oder so, wenn Marken sind genannt, noch ein Hoch, sehr wahrscheinlich. Also, wenn man erst hier oben eingestiegen ist, immer noch cool im Kopf bewahren. Hat man ja so oder so, weil man nicht mit All In reingeht. Hoffe ich zumindest. Und dann ist alles gut. Ja, Christian, hätte ich gesagt, dann sind wir doch heute. Ja, es hat zwar etwas gedauert wiederum, da müssen wir auf jeden Fall mal schauen. Sollte es zu lang sein oder wir eine Zeitangabe vielleicht in diesen jeweiligen Videos mit vermerken, wo ihr etwas findet, lasst einfach einen Kommentar auf unserer YouTube-Seite da, dann werden wir das mit beobachten und vor allen Dingen würden wir uns freuen, auch ein Like zu bekommen. Das stimmt, Ronny. Bin ich bei dir. Wenn euch das Video gefällt oder unsere Videos, immer schön liken. Ja, somit hätte ich gesagt, Chris, ich wäre mit meinem fertig. Du hast die Hauptarbeit mal wieder gemacht. Alles gut, dafür sind wir hier. Macht uns sehr So. Spaß. Wünschen wir allen ja, eine schöne Woche und noch vor allen Dingen schöne Pfingsten noch und bis dahin bleibt gesund und ciao.